So, herzlich willkommen zurück zu Amnesia Machine for Pigs. Herzlich willkommen Racket, der hier gerade auch online ist. Das freut mich wahnsinnig. Ich hätte vielleicht das irgendwie deaktivieren sollen. Wobei, ist eigentlich auch egal. Wir sind zurück in dieser Maschine. Maschine, Quatsch. In dieser Fabrik hier. Und ja, in der letzten Folge haben wir schon enge Bekanntschaft mit dem Viech gemacht. Wir können jetzt hier runter und da drüben nach oben. Ich tendiere mal dazu, erst nach oben zu gehen, weil wir in dem Spiel normalerweise immer nach unten müssen. Was war das schon wieder? Das Geräusch erinnert mich arg an Dream of the Blood Moon. Da kam auch immer sowas, wenn die TUS kam. Hallo? Hier sieht es ja einigermaßen gesittet aus, hier oben. Aber ich will nichts verschreien. Wo sind wir denn hier? Werksleiter, hä? Sind wir der Werks? Okay. Sollten diese Dinger hier rumfahren? Ich mach wieder die Fenster zu. Bloß, nein. Goddammit. Nein, geh zu. Himmel nochmal. Den Fenstern werde ich auch nicht mehr schlau. Oh, schon wieder Telefon. Mann. Immer wollen die Leute einem von einem was. So, was? Hear me, Mantis. I am compromised. Our contacts must be brief and occasional. Beware the wretches who populate this compound. The way you seek is under the pistons. When you meet the saboteur, you will understand everything. Ach, wir sollen uns vor diesen Monstrositäten verstecken. Ach so. Ich dachte, wir sollen die adoptieren. Was für ein unnötiger Tipp, ernsthaft. So, also stimmt eigentlich. Wir sind ja auch noch im Prinzip auf der Suche nach diesem Saboteur, der hier. Hä? Der hier scheinbar seine Finger im Spiel hat. Ich habe gerade irgendeinen Schweinelaut gehört. So, Zettel. 17. Oktober 1899. Jede Abteilung wurde ergonomisch gestaltet. An einem Ende steht ein Futtertrog, damit sich das Produkt auf natürliche Weise so in Position begibt, dass die Betäubungsarme den Kopf erreichen können. Wir nutzen die natürliche elektrische Ladung, die durch die Reibung der Karren gegen das Förderband entsteht. Wir sammeln sie in Vakuumbehältern aus Glas, die neben den Betäubungsarmapparaten stehen, und leiten sie über Kupferkabel durch die Arme. Wir haben beobachtet, dass die künstliche Beleuchtung in diesen Kanistern das Produkt zusätzlich zu beruhigen scheint. Nach der Betäubung neigt sich das Förderband scharf in die Vertikale, wodurch das betäubte Produkt nach hinten direkt auf die Hacken des der Ausblut des Au was? Auf den Hacken der Ausblutungsförderbands fällt. Das muss es heißen. Dieser Haken durchdringt Hüfte oder Oberschenkel des Produkts auf natürliche Weise. Von diesem Punkt an verzichten wir auf das Förderband, bedienen uns eines kanalisierten Bodens, der Blut und Nebenproduktexkrete, aha, in einem Strom sammelt und ihn in die Flüssigkeitstanks fließen lässt. Also, das bestätigt jetzt mittlerweile eigentlich alles, was ich bisher hier glaube. Wir sind eben in dieser Fabrik und wollten irgendwas zur Rettung der Menschheit züchten, haben eben diese komischen Schweineviecher gezüchtet, die wir in der letzten Folge ja schon eins davon gesehen haben. Und, ja, gut. Vermutlich ging da irgendwas schief und ihr habt gesehen, wahrscheinlich waren das gerade Versuche, sie irgendwie auf zwei Beine zu stellen. Weil das Viech läuft ja auf zwei Beinen, wie wir vorher gesehen haben. Was heißt vorher, in der letzten Folge natürlich. Tja, hätten wir das nicht auch einfach lassen können? Das wäre jetzt meine Idee gewesen. So, okay, also hier oben scheint nichts mehr zu sein. Wir müssen unter die Kolben, hat der Typ am Telefon gesagt. Dem vertrauen wir einfach mal. Wir kennen ihn ja so gut. Kommen wir? Nein, natürlich nicht. Aber da draußen war es so schön. Also ich glaube, ich habe mich entschieden. Ich bin in diesem Spiel lieber draußen als drin. Hilft mir aber nichts. Jetzt müssen wir nach unten. Und da ist garantiert das Viech wieder. Ja, genau das Viech meine ich. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das einfach ein zufälliger, also mehr oder weniger zufälliger Laut war. Und das nicht bedeutet, dass das Viech auf uns losgeht. So, die Musik verheißt jetzt nichts ganz so Schlimmes, aber jetzt ist er auch schon wieder weg. Das verheißt sehr Schlimmes. Na, wunderbar. Hier müssen wir doch bestimmt früher oder später drunter durchflüchten, wieder hier raus. Gott, ich will hier nicht rein.
Kommt das Schwein dadurch? Wahrscheinlich nicht. Na doch, wahrscheinlich schon. So, der Kessel läuft. Hier tut sich wieder irgendwas. Hier haben wir irgendwelche Anzeige da, weil der Kessel tut nicht. Tut nicht, ich meine, brennt nicht. Oder ist nicht entzündet. Hier gibt es Kohle. Was soll dieses Getue? Wir machen mal zu. Bringt das was? Können wir irgendwie... Ah! So, das brennt. Ich will nicht unbedingt weitergehen, weil ich Angst habe, das Viech kommt von... Scheiße. So viel zum Thema, da müssen wir noch durchflüchten. Gut, dann können wir nur nach vorne. Dann ist das auch egal. Let's go! Yippie! Ich bin übrigens mittlerweile so schlau. Ich bin eigentlich total dämlich gewesen früher. Da habe ich immer zuerst irgendwas Schönes gespielt. Das heißt Lego Star Wars oder Dark oder irgendwas Schönes. Und dann... Und danach Horrorspiele. Das ist aber eigentlich dämlich. Ich muss mich ja nach den Horrorspielen wieder irgendwie entspannen. Und deswegen mache ich jetzt genau andersrum. Clever, oder? So, was haben wir hier? Den Kolben Steuerraum. Oh, Steuerraum. Da haben wir gute Erinnerungen dran. Da haben wir in Amnesia der Dark Descent, glaube ich, 6 Folgen drin verbracht. Und ich kam halt null weiter. Hallöchen. Hier ist nichts. Das ist ja nett. Tür zu. Tür zu, sagte ich. Tür zu. So. Jetzt haben wir Ruhe. Na dann, mal sehen. Ich bin ja technisch hochbegabt. So, hier gibt's nichts. Hier kommen wir... Oh. Okay, jetzt nochmal welche von den Dingern. Und... Huch. Das geht nicht an. Müssen wir da zuerst Kohle reintun, aber wie? Ich gehe da nicht rein. Sonst kommt bloß was von hinten, schuckt mich rein und ich bin tot. Das wollen wir doch alle nicht. So, hier geht's noch weiter, wahrscheinlich zum 5., zum 6., um Gottes Willen. Aber wir sollten zuerst mal Nummer 3 und 4 zum Laufen kriegen. Können wir das irgendwie? Nein. 4 ist wenigstens zu. Ach, 4 brennt schon, okay. Das ist okay. Können wir hier irgendwas machen? Nein. Oh, doch. Nö. Also das war das Fenster, ich dachte, das sei das Rad. Oh, ein Zettel. Vielleicht Anweisungen, wie wir hier durchkommen. 18. Oktober 1899. Entlang der Decke dieser Stufe der Produktionsreihe wurden mehrere Sammelabzüge installiert. Im Zuge der Betäubung und des Ausblutens verströmt das Produkt oftmals stinkende Dämpfe aus seinem Verdauungssystem, die gesammelt, kondensiert und im Methanboiler zum Betrieb der gesamten Maschine genutzt werden können. Auf diese Weise steigt der Energievorrat der Maschine, je mehr Produkte verarbeitet werden, was sogar zur Produktionssteigerung führt. Ein simpler Geniestreich, aber einer, der die Vorzüge der selbstregulierenden Automatisierung zusammenfasst. Ah ja. Das heißt im Grunde, ihr habt mit Scheiße eure Maschinen angetrieben. Sehr schön. So, hier haben wir Hebel, aber ich vermute, dazu muss erst noch das Ding da vorne laufen. Und das weiß ich nicht, wie ich es zum Laufen kriege. Ah, ich habe eine Idee. Eventuell, indem wir da Kohle reintun. Ich wollte es halt vorher mit der Schaufel machen, deswegen bin ich da nicht gleich drauf gekommen. Ist hier nochmal Kohle oder war das? Ich glaube, das war alles. Zack, können wir jetzt? Nö. Ist hier noch irgendwo Kohle? Kohle, Kohle, Kohle. Keine Kohle. Das ist aber schon zu. So, und jetzt? Nö. Muss ich jetzt hier irgendwoher Kohle holen, oder wie? Das gefällt mir. Mal wieder eine Rätselsequenz zwischendurch. Habe ich nichts gegen. Kann ich mich schon ein bisschen entspannen. Ist hier noch... Oh ja, hier ist noch viel Kohle. Lalalala. Mit unseren magischen Kräften tragen wir die Kohle vor uns her. So, auf. Vielleicht reichen ja 3, sonst müssen wir halt nochmal was holen. Nein, rein da... Also das mit dem Werfen funktioniert nicht so wirklich. So, können wir jetzt... Jawohl.
Das brennt. Das ist nicht gut. Nein! Scheiße, wir können das Ding gar nicht ganz zumachen. Doch, können wir. Ich glaube aber, es ist unnötig, dass ich mich hier gerade verstecke. Ich glaube, das Schwein wollte uns bloß daran erinnern, dass wir hier nicht die Herren sind. So, dann bleiben noch Nummer 5 und 6. Mal sehen, was uns da drin erwartet. Oh Gott. Okay, die sind beide hier drin. Ich guck zuerst, was es hier sonst so gibt. Okay, so wie es anhört, brennt Nummer 5 auch bereits. Jawohl. Steht hier, Gefahr, keinen Zugang unter den Kolben bei ruhender Maschine. Okay, eine Notiz. Lillys Arme sind aus Stahl, Lillys Arme sind still. Die Kolben sind still, das Werk ruht. Ich fürchte, ein Stich ins Hornissennest ist die einzige Möglichkeit, mir den Weg frei zu machen. Das Ausmaß dieser Motoren lässt auf eine weitaus größere Maschine schließen, als an der Oberfläche sichtbar ist. Mein Freund muss also recht haben. Ein Großteil dieses Werks ist unterirdisch. Dass ständig Überschwemmungsgefahr besteht, verwundert mich nicht, denn wir befinden uns nahe der Themse. Okay. So, also ich vermute, wir müssen letztendlich hier runter, aber... Dazu müssen wir jetzt erstmal das Ding zum Brennen bringen und dann vermutlich die Hebel da hinten betätigen. Und dann vermutlich sehr schnell laufen. Weil ich glaube, so wie ich Amnesia kenne, sind die bösen Viecher nie begeistert davon, wenn man Fortschritte im Spiel erzielt. Da habe ich ja so ein bisschen meine Angst davor, dass das Spiel mich bestraft für Fortschritte. Deswegen bin ich auch immer so schlecht. Schnauze da unten. Ich gehe jetzt einfach immer davon aus, dass diese Geräusche einfach so durch die Gegend hallen und keine unmittelbare Gefahr bedeuten. Das glaube ich so lange, bis das Viech da mal kommt, ich mich zu Tode erschrecke und danach keinen Fuß mehr vor den anderen setzen will. So, zack, 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 3 Kohle müssen reichen. Zu. An. Und jetzt. Feuer und Stahl. Feuer werden geschürt. Ich vermute, dass der Baumeister des Chemiewerks und dieses Ortes ein und derselbe ist und dass die Kolben von einem zentralisierten Steuersystem reguliert und betrieben werden. Dieses Steuersystem zu finden sollte nicht schwer sein. Hoffentlich gibt der Saboteur nach, nachdem ich die Feuer gelöscht habe. So, also wir müssen jetzt diese Hebel umlegen, soweit ich das verstanden habe. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich mache die Tür ganz weit auf. Ich glaube immer noch, dass dieses Schweineviech nicht begeistert ist, wenn wir hier alles hinkriegen. Stopp, Glutöfen gefüllt. Jawohl. 1, 2. YOLO. Oh oh. Ach, das bewegt sich da. Ich war schon leicht irritiert. So. Du Mistviech, du Dreckiges. Scheiße. Ich höre nichts. Wenn das Viech jetzt hierher tappt, ich höre es gar nicht. Schnell hier runter. So, wenn das Viech hinter uns ist, hat es uns immerhin mal verloren. Wobei ich immer noch glaube, dass es mehrere sind. Wir haben ja sicher nicht nur ein so ein Viech gezüchtet. Stand ja auch vorhin im Text, dass es eine ganze Produktionsreihe war. Ich finde es auch äußerst unpassend, dass wir das Viech als Produkt bezeichnen. Weil so will keiner gern bezeichnet werden und solche Schweine sollte man, glaube ich, nicht wütend machen. So.
Das hier scheint mir ein geeignetes Versteck zu sein, um mich bis zur nächsten Folge in Sicherheit zu wägen. Ja, ich danke euch fürs Zugucken. Jetzt wird's doch hier richtig spannend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.